Hallo, hier der Robert aus der Zukunft. Heute mal was anderes als TCG. So, wir haben Freitag, den 1. September. 15 Uhr, Arbeit ist vorbei, Vorräte sind aufgefüllt. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Aktuell noch in Nauenhof. Guti. Und hallo, Tschechien! So, und in Tschechien angekommen, schauen wir mal, wohin die Reise geht. Hab selber keine Ahnung. Wir werden es sehen. Mal unspektakulär geht's los. Auf der Kamera wird es nie rüberkommen, aber ich bin jetzt eine Minute unterwegs und es geht direkt los mit ein paar Höhenmetern. Vielleicht. Ah, auf der Kamera sieht es immer nicht so aus, wie es ist. Naja. Oh, ich frage mich jetzt schon, habe ich mir das überlegt? Ist ja jetzt schon kein vernünftiger Weg mehr hier. Naja. Nein. Guten Stand muss man haben. Ich weiß nicht, wenn ich hier abgehe, ist schade, dass das auf der Kamera immer nicht so sieht. Aber wenn ich ja immer ordentlich ins Rollen komme, gibt es glaube ich erst unten halt. Aber auch das schaffen wir. Jetzt haben wir es doch schon gleich. Mann, Mann, Mann. Gut. Ja. Hier wollte ich eigentlich raus, aber da ist vorne. Kommst nicht durch. Darum musst du jetzt hier außen rumlaufen. Aber haben wir geschafft. Dann weiter geht's. Und schon sind wir am ersten Spot angekommen. Herrlicher, herrlicher. Kein Geländer, nichts gibt's hier. Die Leute müssen halt, dürfen nie über die Klippe springen. He? Ach, das ist so schade. Das sieht in Natura so viel besser aus. Die Felsen da. Herrlich, ja. Haben wir doch schon das erste schöne kleine Highlight hier. Meins zumindest. Finde ich schön, gefällt mir. Ganz komischer Stufenabstand hier. Ganz komisch. Das scheint auf jeden Fall ein bisschen abenteuerlich zu sein. Guckt euch mal an, wie es hier runter geht. Ja. Habe ich mir das überlegt? Ja, macht man sich der Natur zunutze. Boah. Ey. Ich glaube, hier packe ich mal das Handy weg. Ach, geil ist das. Hä? Die Wurzeln wie Stufen. Ein bisschen uneben. Upp. Ja. Ich hoffe, ich muss das nie wieder hoch. Ja. Aber wie gesagt, da werde ich wohl mal das Handy wegpacken. Jetzt hier unten gibt es ja kein Geländer mehr. Weil ich will mich hier mal ordentlich konzentrieren. Ich melde mich, wenn ich unten bin, vorausgesetzt ich hab's überlebt, den Abstieg. Es ist so ein ganz langweiliger Wanderweg, so habe ich es mir jetzt auch nicht vorgestellt, aber das ist schon. Auch nicht unbedingt so, wie ich es mir gedacht hätte, aber nicht schlecht bisher. Schauen wir mal, ob wir da unten vorbeikommen. Da könnten wir Trinkwasser auffüllen. Wahnsinn, das ist ja eine geile Route. Zu schade, dass wir es jetzt schon 18:30 Uhr haben.
jetzt möchte ich langsam bitte Meters machen, damit ich hier mal einen Schlafplatz finde. Wahnsinn, ja. Ach, hier vorne. Die Uhrzeit kommt ja eh keiner mehr vorbei. Theoretisch würde ich sagen, Schlafplatz gefunden. Ja. Einfach neilehnen. Da ist man vor der Natur geschützt. Ja, in Geländer, hier geht's runter, wenn du hier absaust. Na, viel Spaß. Also das ist ja wirklich ein Weg. Ich weiß nicht. Also hier musst du echt aufpassen. Die Sache ist. Oh, yo. Wenn man wie ich jetzt hier komplett allein unterwegs ist, wenn hier irgendwas passiert, das findet bestimmt auch keine Sau. Aber darüber wollen wir gar nicht nachdenken. Wir wollen den Weg genießen. Na, ist das herrlich. Geil. Hier. Guckt euch das an, ey. Wahnsinn. Wahnsinn, ey. Boah. Also, dass ich das so entwickelt, hätte ich jetzt echt nie gedacht. Krass. Aber so abgetreten wie das ist, scheinen ja öfters mal Leute lang zu laufen. Ne? So ist ja nicht. Ich fahre ja auch nicht nach Tschechien und mache schon wohl in der Pampa und guck mal, was da ist. Hatte die Wanderroute ja im Netz schon gesehen. Fuck, ey. Ich hab echt Angst, dass ich das alles wieder hoch muss. Na, Prost Mahlzeit, ey. Boah, ne. Ey, beeindruckend. Beeindruckend. So, langweiliges Treppengehen hier. Wahnsinn. Ach hier, kannst du dich mal hinsetzen, eine Runde chillen. Falls du hier dich ausruhen musst. Aber das ist vielleicht eher für die Gegenrichtung, das Ausruhen. War übrigens 50-50, wie rum ich hier lang gelaufen bin. Hä? Hätte ich sagen können, genau das ist ein Rundweg. Das muss ich jetzt runter. Mal gucken, wo ich dann hoch muss. Hätte ich mich für die andere Richtung entschieden, hätte ich das hier hochgemusst. Aber wie gesagt, ich habe eh Bedenken, dass ich das noch hoch muss. Weil ich gehe ja jetzt von meinem Ausgangspunkt immer weiter runter. Ich muss ja auch schon wieder dort auf. Ja, wir werden es sehen. So. Hier haben wir eine Brücke und hier, ach, gucken wir uns das mal kurz an, machen wir das Wasser voll. Oh, das, da nehme ich euch natürlich mit. Jo, schmeckt tschechisch.
Da ist der Fluss. Und wie befürchtet, ist das so toll und es scheint wieder hochzugehen. Alter, fuck ey. Oh. Im Eierschritt. Oh. Genau, keine Sau hier oben. Keine Sau, ein Sauerstoffzelt deponiert. Fuck. So, auf die Marsche. Herrliche. Ey, ihr müsstet das mal in Natura sehen. Das ist auch schon wieder Wahnsinn. So, kleiner Fun Fact. Da kam einer mit einem ganz kleinen Kind auf dem Nacken entgegen. Das heißt, der muss hier durch sein. Den Kind, der ist auf jeden Fall auch krass unterwegs. Muss ich aufpassen, dass ich nicht mit dem Rucksack stecken bleibe, Junge. Ich werde mal wieder das Handy wegpacken. Auf jeden Fall nichts, wenn man Klaustrophobie hat. Hä? Gut, ich melde mich später. An der Stelle möchte ich nochmal an den Mann mit dem kleinen Kind erinnern. Da ist auf jeden Fall geht was. Da kann ich über meinen 12 Kilo Rucksack nur lachen. Ne? Meine Frau ist wenigstens nicht sensibel. Jetzt wird es ja auch noch sumpfig. Oh, naja, toll. Genau das habe ich gebraucht. Wenn ich jetzt noch nasse Füße kriege, so scheiße, die Matze wird geklappt, ja. Läuft ja lange. Immer den Trampelfaden hinterher. Ui. Ich kann es euch gar nicht zeigen, Wahnsinn. So, man wird es kaum sehen. Auf der Kamera, wir sind jetzt am Nachtlager angekommen. Besser wird es leider nicht. Ich habe jetzt noch nichts Schöneres auf Anhieb gefunden, aber ich denke mal, das geht schon. Wir werden uns arrangieren. Hätte gerne eine schönere Aussicht gehabt, aber gut. Man kann ja alles haben. Hä? Gut, mal gucken. Ich denke mal, morgen geht es dann weiter. Ich weiß nicht, ob ich mich heute noch mal melde. Werden sehen. So, Nachtlager ist aufgeschlagen. Ich liege in meiner Hängematte. Es ist jetzt schon stockend duster hier. Ich denke mal, ich werde es euch morgen mal zeigen, wie es aussieht. Ist nichts Besonderes. Es war jetzt ein bisschen aus der Not heraus. So. Oder was heißt aus der Not? Deshalb hat mir alles nicht gefallen, was ich so gesehen habe hier. Und naja, jetzt wurde es dunkel. Ich musste jetzt langsam mal. Und das hier war schon in Ordnung. Aber ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme hört. Jetzt, wenn wir ganz ruhig sind. Gleich mal testen, wie regenfest das hier ist. Ist das nicht gemütlich und der Traum? Herrlich, oder? Ja, dann gute Nacht und bis morgen. Ja, moin. Nacht ist rum, ich habe relativ gut geschlafen. Ja. Die ganze Nacht doof gepisst. Aber ich bin trocken geblieben. Schauen wir mal. So. Dort habe ich übernachtet heute.
Da ist gleich der Weg, wo ich lang lauf. Aua, ich dachte, in der Nacht kommt hier eh keiner lang. Bin ja gefühlt wirklich mitten im Wald. Gestern im Dunkeln bei Regen noch schnell aufgebaut. Jetzt bin ich ja mal gespannt, das hatte ich bis jetzt auch noch nie, wie das ist, dieses komplett nasse Zeug wieder einzutüten. Da ist die Hängematte, hier habe ich einen Rucksack hingehangen, der scheint auch trocken geblieben zu sein. Ja, dann werde ich jetzt eine Runde, da hüpft ein Frosch in der Gegend rum. Dann werde ich das jetzt zusammenräumen. Das ist es immer. Damit wird man dann auch richtig wie belohnt, wenn man im Wald pennt. Früh ist da, hängt noch Nebel in den Bäumen. Herrlich. Herrlich. Gut. Dann bis später. So, mach's gut, Platz. Es war schön. Hast mich gut beherbergt, hat mir gefallen. Hier nochmal von etwas weiter weg. Und zum frühen Morgen erstmal wieder Höhenmeter schroten. Ach was, aus dem Weg hier komme ich gerade. Und jetzt lese ich das. Achtung, hohe Baumsturzgefahr. Das war nämlich genau der Grund. Ich wusste ja nie, wie der Wind wird und so, dass die Nacht. Warum? Mit Schlafplatz finden. Weil ich nicht wusste, ja, wie wird der Wind. Und die Bäume, die sehen nämlich, das sind alles solche hier, nämlich die Kiefern oder Nadelbäume hier, die alle schon sterben und so. Die waren dort alle tot. Die erwischt irgendwie am schlimmsten, ja, mit den Borkenkäfern und so. Und die waren wirklich, der Wald besteht fast nur aus toten Bäumen. Ich weiß nicht, aber ob es euch aufgefallen ist, da wo ich geknackt habe, da waren lebende Laubbäume, große fette Dinger. Ja, große fette Dinger. Und naja, da hat man dann, da dachte ich, okay, das wird schon passen. So. Jetzt haben wir hier, wurde was abgesperrt. Gefahr des Baumfalls, Eintritt auf eigene Gefahr. Ja, hier geht's gleich weiter. Vorsicht, Baumeinschlag. Ja. Aber das hat jemand weggemacht hier. Ich glaube, ja, hier muss ich auch lang, genau. Hier, solche Dinger, ich weiß nicht, ob die noch lebend sind. Da ist noch ein bisschen Holznadelgehölz dran, aber genau so was hier meine ich, das ist, da hat man bei vielen schon gesehen, dass unten die Rinde abgeblättert ist, unten stand da immer so ringsrum und ja, weil das hat es nämlich nicht so leicht gemacht, ne? Hatte ich, ja, ich will jetzt nicht sagen Stress, aber ich dachte, naja komm, es wird immer dunkler und dunkler. Notfalls müsst ihr hier mit Kopflampe im Stock dunkeln durch den Wald marschieren. Das ist auch nicht das Beste, wenn man nicht sieht, wo man hintritt. Schnell mal umgeknickt oder sonstiges. Aber heute auch schon was finden, wo du nicht hier die ganze Nacht Angst haben musst, dass du vom Baum erschlagen wirst. Das war nicht ohne dann gestern. Aber hat ja alles geklappt. Also von daher. Ja, das ist es halt, wenn man einfach, ohne sich großartig zu erkunden, ich habe mir das rausgesucht, bin losgefahren, feuerfrei und dann schauen wir mal. Da muss man dann ein bisschen auch improvisieren können, spontan sein. Naja, gut, schauen wir mal, wo es uns hier hinführt. Ja, hier sind wir nochmal weiter in dem Gebiet mit der hohen Baumsturzgefahr. Ich glaube, hier ist nicht mehr so eine hohe Gefahr, ist alles weggeschrotet hier. Wahrscheinlich wegen Totholz, alles weggeklappt.
Ja, und sowas hier, das ist das. Hier sind wir das weggeschlagen. Und hier, da fährt die Rinder. Da unten hast du noch. Das ist jetzt irgendwie wegen Fellen und so, meine ich. So sahen die alle aus, die Kackdinger. Ja, ja. Wobei sie ja von innen noch ganz vernünftig aussehen. Ne? Ja, schade. Aber, naja. Gehört ja auch schon wieder zur Landschaft dazu. Ja. Gucken wir mal. Da hinten im Tal hängt. Und die Ruhe. Herrlich. Mein Weg ist übrigens gekennzeichnet mit diesen weiß-grünen Teilen da. Nicht komplett. Ich hatte ihn zwischenzeitlich mal verlassen. Bin, glaube ich, noch einen Bogen gelaufen und keine Ahnung. Aber hier sind sie wieder. Und die ging dann vorhin, also gestern im Gebirge quasi, nenne ich es jetzt einfach mal, dort mit den Steinen und so, da ging die schon los, so weiß-grün, weiß-grün, weiß-grün. Und dann gab es einen Punkt, Y, ein Stück nach links oder so ein Stück rechts. Links war der weiß-grüne, den ich laufen will, der übrigens als schwer eingestuft ist. Und ihr habt gesehen, wo ich da lang gekommen bin, teilweise da. Was nicht ohne war bei dem Weiß-Grün. Rot ist für mich immer Gefahr und schwer. Ach, da frage ich mich, was dieser Rote auf sich hat. Da brauchst du dann eine Kletterausrüstung oder was. Wobei, so abwegig ist das gar nicht. Dass das dann wirklich für die kompletten Hardcore-Kletterer ist. Ja, wäre mal interessant gewesen, aber naja. Also anhand der Trampelpfade hier. Ja, da haben wir wieder so weiß-grün. Naja, aber das ist das doch auch, was ich so meine. Hier, Rinde fehlt, da ist er. Und hier, naja, obwohl der noch ein bisschen vernünftigeren Eindruck macht. Ja, aufgrund der Trampelpfade, auch so, da hast du teilweise Wiese. Manches ist richtig, da kannst du gerade so einen Pfad erahnen. Könnte auch ein Wildtierpfad sein, das lässt sich nicht unterscheiden. Aber zum Teil ist es ja doch hier so getrampelt und ja, da sollte man natürlich dann davon ausgehen. Was haben wir hier oben? Für Eichhörnchen oder was? Guck mal. Können hier Leute oder der Förster was hinlegen? Man weiß es nicht. Hier ist aber auch Leben, ist auch schon was. Ja, dafür, dass das so niedergetrampelt ist und so zum Teil. Du ja die Pfade hast, gehe ich davon aus, hier werden schon ein paar Leute langlaufen im Jahr. Wie gesagt, gerade im Sommer dann vielleicht zum Spazierengehen, Touren, Wanderung, klar. Und worauf ich aber hinaus will, entweder schauen es die Leute wirklich, sich halbwegs zu benennen, oder hier sind sie ganz schön hinterher. Mit Aufräumen. Also, ich habe hier bis auf vielleicht mal ein kleines bisschen abwärts vom Weg, ein bisschen ein paar Taschentücher, weil da jemand scheißen musste, habe ich hier noch keinen einzigen Fünkchen Müll gesehen. Ich habe aber auch keine Mülleimer gesehen. Ich denke, wie gesagt, die werden hier bestimmt ein bisschen nachher sein, mit das alles aufräumen, standhalten und. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass Leute, die sagen, ja, ich mache jetzt hier über 10 Kilometer lange Rundtour mitten durch den Wald, vielleicht dann auch solche so eine Einstellung haben, dass die am Müll halt nicht einfach rumhauen, sondern halt wirklich auch mitnehmen. Ja, finde ich, weiß ich nicht. Da hat man andere Ecken, die sehen ganz anders aus, da sollte man sich mal die Scheibe von abschneiden. Woran es nur noch immer liegt oder ob es am Beden liegt, dass die Leute sich benehmen oder aufgeräumt werden. Finde ich schön. Ist das schön. Da der Nebel wieder. Und hier so ein kleiner Weg. Dank. Frage, es kommt ja noch eine. Dann wird nämlich dann noch mal langsam ein Käffchen trinken. Suchen wir uns mal noch. Hier wäre eine schöne Landschaft gewesen dafür, aber
Na, mal gucken. Links oder rechts? Puh, schwierig. Ja, wir entscheiden uns für rechts. Und? Fragt mich nicht, wo es herkommt. Es gibt noch einen gelben Pfad. Ja, wenn ich mir das angucke, gelber Pfad geht grün runter. Grün runter. Gelb waagerecht. Und ich denke mal, rot könnte es so sein. Vielleicht hat das irgendwas mit einem Höhenanstieg, mit den Höhenmetern, die man kloppen muss, zu tun. Das könnte natürlich auch sein. Weiß ich nicht. Und so schnell sind wir wieder am Ausgangspunkt. Da oben. Da bin ich gestern lang, wo ich gesagt hatte, der Weg wird zu, ich muss einen Bogen laufen. Denkt mir, was das für Spuren sind da. Da fährt doch keiner runter. Das ist doch, was soll denn dort runterfahren? Oder der rutscht, lässt es runterrutschen, Handbremse anziehen. Dann einfach warten, bis unten ankommt. Ja. Ja gut, schade, schade. Ich würde jetzt gern mein Käffchen dort oben auf dem Felsen trinken. Aber jetzt bis dort nochmal. Nur um den Kaffee zu trinken und wieder umzukehren. Also das muss dann auch nicht sein. Ich denke mal, okay, was hier scheiße ist, ich glaube hier unten füllen wir aber nochmal das Wasser auf. Hier, da habt ihr es, genau, das meinte ich, der rote. Heißt, ich bin jetzt nicht mehr auf dem grünen, sondern auf dem gelb-roten. Aha. Ja, bis zum Nachkraxeln, Kaffee trinken und Kern, das wäre ja albern. Ach, was hier? Eine Weinbergschnecke. Alter, ist die dann irgendwas seltener. Naja. Gucken wir nochmal, was hier unten dran steht. Weiß ich nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Schloss dran. Hier kommt man gerade nicht gut ran. Ja, ist doch schon nochmal. Ich auch schon wohl ein besseres Ufer ab. Aufzufüllen. Ja. Ja, nee, ich glaube, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, bin einfach falsch rumgelaufen. Das mit den Felsen kam ganz am Anfang, relativ am Anfang. Und jetzt, ja, so, ja, Wald und Wanderwege und Waldwege und so weiter und so fort. Und hätte ich das umgekehrt gemacht, wäre ich jetzt dort oben und könnte mir mein Käffchen reinziehen. Da, aber bin ich nun mal nicht. Ja, was natürlich auf der anderen Seite ist die Frage, wie wäre es mit der Übernachtung gewesen? Hätte ich dann dort was gefunden? Rechtzeitig hätte ich es bis dort noch geschafft. Dort oben wäre natürlich frisch geil gewesen. Aber ja. Hätte, wäre, wenn. Egal. Ich glaube, es ist so schön. Ohne dass man jetzt ja einen Kaffee mit ultimativer Aussicht trinkt. Tatsache, hier vorne noch 150 Meter. Sind wir wieder am Auto. Naja. Feldflasche kommt dann später noch, ist schon bestellt. Inzwischen muss ich mich leider mit sowas hier zufrieden geben, um Wasser immer mal aufzufüllen. Weil nur der Wasserfilter 0,5 Liter, 0,6 was da nicht passt, das ist auf die Dauer ist es dann auch
Was jetzt auf Dauer ist, dass du so oft kommst du mit Uni an Wasser vorbei. Da muss man dann halt mal schauen, wie man es macht. Naja, gut. Dann warten wir erstmal, dass es köchelt. Es blubbert über. Uiuiuiuiuiuiuiui. Hast du schon Fall gemacht oder was? Naja, warum sollte das nicht auch noch nass sein? So, ich habe mir hier ein Stöckchen vorbereitet. Gute Löslöcher. Schauen wir mal, ob eh noch reicht. Jetzt wird nicht schon nicht für auch noch mit. Aber wird so passen. Hä? So Fleischbecken, Wasserdampf, na klar. Kann man nämlich auch gleich zum Rühren nehmen. Da gibt es erstmal ein schönes Käffchen. Fein. So. Lässt sich's doch leben. Ich denke, das ist doch auch ganz gemütlich, ja. Hier am frühen Morgen ist eh noch nichts los. Na dann. Mach's gut. War schön. Vielleicht komme ich nochmal wieder. Hat mir sehr gefallen hier, die Rundtour. Davor hat es mir heute früh schon gekraut. Oder gestern Abend schon gekraut, der Gedanke, heute früh in diese komplett nassen Schuhe und komplett nassen Socken. Aber es war nur wirklich für eine halbe, eine Minute war es schlimm. Und dann ging es auch wieder. Da hat man schon wieder gar nicht mehr gemerkt. Aber war halt ein bisschen manchmal schlammig, matschig, ja, die Scheiße. Naja, aber frische Säckchen haben wir mit. Frische Schuhe, an alles gedacht. Ansonsten wäre ich jetzt wahrscheinlich barfuß mit dem Auto nur gefahren. Schönes Handtuch für die Füße. Ach, herrlich. Herrlich. Quasi so ein bisschen mein kleiner Stützpunkt hier ins Auto mit allem Zeug, um sich ein bisschen aufzufrischen. Ja. Hey. Ich hätte sogar im Notfall sogar noch eine Hose mit bei dies, ja. Hier unten natürlich jetzt auch nass, aber ich denke, das werden wir überleben. Das wird schon gehen.
Welcome back in Germany. So, hier nochmal abschließend, wo ich unterwegs war. So vorab nochmal, ich habe mir halt einfach gedacht, ach komm, scheiß drauf. Du kannst ja einfach Freitag nach der Arbeit dich ins Auto setzen, direkt losfahren und mal was erleben. Statt einfach hier mit zu fahren und ja, ja, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie mal erwähnt habe jetzt hier in den unzähligen Aufnahmen, aber so ist das zustande gekommen. Einfach scheiß drauf, mal was machen. Ja, hier, da war ich quasi. Zack. Hier sieht man schon mal meine Route. Satellitenbild. Gibt's nicht viel zu sehen. Ist halt alles. Alles bald. Böhmische Schweiz, ja. Ja, genau. Ich finde die Karte eigentlich immer ganz ansehnlich. Genau, das hier war der Rundweg. Oder was ist der Rundweg? Das ist genau so, wie ich gelaufen bin. Hier drüben sieht man nochmal Länge, die Höhendifferenz, Zeit und Bewegung, Gesamtzeit und Tempo. Ich gehe davon aus, das heißt, wie lange habe ich für 1 Kilometer gebraucht. Also wie hier durchschnittliches Tempo waren pro Kilometer 13 Minuten, 12 Sekunden. Gäbe es hier dann nochmal die Zwischenzeiten, Kilometer und so weiter. Daher gehe ich davon aus, dass das so sein wird. Ja, genau, das war hier Kiew, Nordschleife, warum hier Vormittag, keine Ahnung, und hier bin ich gestartet, das war dann gleich der Bogen, eigentlich soll es hier gerade durchgehen, und da war aber hier vorne, war schon kein Durchkommen, darum hier den Bogen, wenn man jetzt ranzoomt, ich weiß gar nicht, erkennt man das hier, ja genau, das, wenn man ranzoomt, erkennt man es, ich bin gelaufen, so. Bin hier lang, dachte mir, warte, hier bin ich doch falsch. Bin wieder zurück. Ja, aber nee, hier ist doch kein Durchkommen. Und dann wieder hier lang. Also wenn man ranzoomt, sieht man, wie verrückt ich teilweise generell gelaufen bin. Ich weiß gar nicht, hier war so mal was. Kurz hier. Ich weiß gar nicht, entweder habe ich einen Abstecher gemacht, mir was angeguckt oder mal falsch gelaufen. Kurz und dann, oh nee, doch rückkehren irgendwie so. Da. Genau. Und das war eigentlich hier, am Anfang war das mit den ganzen Gebirge. Und hier hinten ging es dann los mit eigentlich hauptsächlich Wald. Ich glaube hier hinten war die Matschpassage. Und hier, da, also da hatte ich schon über die Hälfte. Hier hatte ich dann genächtigt quasi. Da war all das hier hinter mir war Wald. Und hier vor mir, das war auch alles noch Wald hier. Das sollte man ja sehen. Genau, hier, da war. Da gab es einfach nichts hier. Genau. Und ich hatte dann nämlich ein bisschen zu tun. Wie gesagt, hier hatte ich schon, war ich mit 18:30 und dann ging es hier lang, alles schön und gut. Und die Passage hier, die war dann nämlich, wo ich dachte, jetzt wird's dunkel, jetzt musst du langsam. Aber hier in dieser Passage wollte ich halt nicht pennen. Das war das. Ich glaube, man könnte das auf Satellit 3D sieht man es, glaube ich, ein bisschen. Moment, wie war's hier? Ja, genau. Weil das war so, das war dieses hier im Tal, links und rechts ging's hoch und da standen überall diese dünnen, ich nenne es, sag mal, totwirkenden Bäume, links und rechts. Und hier unten in dem Tal, das war mir ein bisschen im Notfall, ja. Aber das war mir nichts. Und hier sieht man schon, da bin ich hier ein bisschen höher. Und hier oben, das war dann schon ein bisschen besser. Genau, das war das, wo ich dann zu tun hatte. Ja, aber sonst, wen es interessiert, ich wäre jetzt hier unten, da sieht man nochmal die Höhe.
die bewältigt wurde pro Kilometer. Zeitgleich sieht man hier, wo ich hier gerade auf der Karte bin. Wen es interessiert, der kann es jetzt verfolgen. Ich ziehe hier mal leicht lang. Mit Höhen und Anstiegen, Entfernungen. Hier sieht man, da war schon das eine Gebirgsmäßige. Hier ging es runter ins Tal. Und hier, zack, schwupp, 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 ging es dann wieder ganz schön hoch. Genau, naja. Jetzt sieht man einen Punkt genau so, zack. Oh, nee, ich bin falsch. Oh, zurück. Das ist auch vorgekommen, weil ich tue ja nicht die ganze Zeit hier mit Handy und gucken und dies und das. Ja, ein bisschen umgeschaut. Ist man auch mal kurz falsch abgebogen oder so. Genau. Zack, 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 zack. Hier ging es dann wieder ordentlich hoch. So, hier gepennt. Das war das, genau. Warte, man sieht es jetzt am blauen Punkt. Hier bin ich an meinem Schlafplatz vorbei, dachte, das könnte was werden. Bin dann hier noch ein bisschen gelaufen, nach vorne, hier, da, geguckt. Nee, besser wird's nicht. So, geht's wieder zurück. Zack, und nach Lager aufgebaut. Naja, dann ging's nächsten Tag hier, zack. Weiter und hier dann erstmal bergab, 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 zack, 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 zack. Und schwuppdiwupps, war ich wieder da. Genau, nur wen es interessiert, wo ich nun überhaupt genau war. Und so sah die Route aus, 11,6 Kilometer. Naja, ja, dann, es war mal was anderes. Ich weiß, die Aufnahmetechnik ist wirklich nicht gut. Und das, was ich hier zusammenschneide, ist sowieso auch, wenn man so will, einfach nur Rohmaterial. Das ist das Rohmaterial, was ich zusammengefügt habe. Also ich habe ja eigentlich schon nichts aussortiert. Ich habe so gut wie alles, was ich sag jetzt mal, dokumentiert habe, einfach hier zusammengeschnitten. Weil, muss ja nicht schön werden. Ist ja einfach nur just for fun. Ja, gut, dann bis später. Verstanden, Vater.